Du hast gar keine Lust auf diese Party, aber du gehst mit deinen Freunden weg. Um dich herum sind auf einmal überall fremde Menschen. Dein Herz rast. Du fühlst dich komplett fehl am Platz. Ich sage dir jetzt ganz genau, was du als schüchterner Mann in so einer Situation tun solltest, um dich selbstbewusst zu fühlen und selbstbewusster zu wirken. Alle anderen haben Spaß unter sich. Viele lachen. Sie sind in gemischten Gruppen. Männer, Frauen. Und die Frauen schauen auf diese Männer. Diese Kerle sind die Party. Die Frauen kleben diesen Männern bei jedem Wort an den Lippen. Und kaum einer beachtet dich. Du fühlst dich von anderen bewertet. Keine Frau kommt auf dich zu und du weißt, dass du nicht interessant genug bist. Seien wir ehrlich, das ist nicht angenehm. Und es macht überhaupt keinen Spaß, dort zu stehen und der Einzige zu sein, dem es keinen Spaß macht. Und die Angst und die Zweifel, die sind kaum runterzuschlucken. Also machst du dich klein. Jetzt willst du gar nicht mehr gesehen werden. Und dich unbemerkt zu machen, ist ein guter Weg, das zu erreichen. Es ergibt Sinn. Wir wollen nicht verletzt werden, wenn wir uns verletzlich fühlen. Aber du vergisst eine Sache hierbei. Was du gerade tust, diesen Zustand auszuhalten und trotzdem deinen Mann zu stehen, ist verdammt mutig. Was du da tust, zeigt verdammt viel Rückgrat. Denn ja, es gibt Menschen, die das können, die aus irgendeinem Grund vielleicht souverän mit Frauen umgehen können, aber da bist du einfach gerade noch nicht. Und das ist okay, du bist dennoch da. Und du denkst dir vielleicht, es liegt mir einfach nicht. Partys sind nichts für mich. Aber warum glauben wir, dass uns das nicht liegt? Warum glauben wir, dass wir nicht dazu geboren sind, genauso Spaß zu haben wie alle anderen auch? Ich sag es dir, es liegt nicht daran, dass du das nicht kannst. Es liegt daran, dass wir diese schönen Erfahrungen, die die anderen gerade haben, selber nicht hatten. Und weil wir sie selber nicht hatten, logischerweise mögen wir nicht, was gerade geschieht. Es macht uns ja keinen Spaß. Aber nehmen wir an, dass eine Frau dir an den Lippen kleben würde. Dass eine Frau sich ganz und gar für dich interessiert. Und nicht nur eine, mehrere tolle, interessante, süße, intelligente Frauen sind um dich herum und wollen mehr von dir wissen. Würde das nicht ein bisschen Spaß machen? Seien wir ehrlich, das würde dir verdammt viel Spaß machen. Aber es ist keine Frau da, die sich dir um den Hals wirft, die dich kennenlernen will oder auf dich zugeht. Du weißt, dass du Partys aus genau diesem Grund einfach nicht leiden kannst. Aber du bist trotzdem da. Und nicht nur auf Partys, auch auf deinem Job oder grundsätzlich, wenn du unter Menschen bist. Hut ab für deine Courage. Schau dich um. Das ist genau, was du in so einer Situation tun solltest. Du brauchst dich nicht klein zu machen, du brauchst dich nicht unscheinbar zu machen. Du willst nicht mit anderen reden, das ist okay, dann tu es nicht. Aber richte dich auf, stell dich mit geradem Rücken hin und schau andere an. Beobachte sie. Und nach einer Weile wirst du Gedanken lesen können. Und an einem Ort, wo du am Anfang noch gedacht hast, dass du die Anomalie bist, realisierst du vielleicht Stück für Stück, dass du nicht alleine bist. Es gibt andere, denen geht es ganz genauso wie dir, am selben Ort. Und du hast diesen Überblick. Das macht dich tatsächlich einzigartig. Realisier die Eier, die du in der Hose hast, denn du bist trotzdem da. Du stehst dein Mann. Und aus diesem Gefühl heraus darfst du lächeln. Du darfst nicken und du darfst stolz auf dich sein. Mit gerader Brust darfst du dir selber zunicken. Realisiere, dass in dir mehr Liebe steckt und mehr Zufriedenheit, wenn du wirklich in dir ruhst und dir selber vertrauen lernst. Und so viel Liebe, wie in dir steckt, die kannst du gar nicht auf der Welt komplett verteilen. Dieser Moment, wo du dich selber realisierst, die guten Gefühle und den Stolz in dir realisierst, nennen wir Selbstbewusstsein. Du bist dir selber bewusst, du bist voll und ganz da. Und damit kann dir niemand mehr sagen, du seist nicht selbstbewusst, denn du bist einfach in diesem Moment selbstbewusst. Lächle, nicke. Du darfst dich wohl in deiner Haut fühlen. Nicht für andere, nicht um etwas bei anderen zu erreichen, für dich selber. Und wenn du in diesem Augenblick, wo du dieses Video schaust, ein paar dieser guten Gefühle jemand anderem schenken möchtest, dann würde ich mich sogar sehr freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Denn in uns steckt schon so viel mehr, als wir eigentlich glauben. All diese Tipps, wie wirke ich selbstbewusst, wie werde ich selbstbewusster, wie wirke ich auf Frauen interessant, sind alles nur ein Symptom der einzigen Problematik, die wir wirklich haben. Und das ist, wir haben noch nicht realisiert, wie toll wir eigentlich sind. Also mach das direkt. Tu deine Hände in die Hüfte legen und sei stolz auf dich. Und beobachte die anderen Menschen dabei. Denn du wirst erkennen, was sie denken, was sie vielleicht fühlen. Ist wirklich jeder so selbstsicher, wie wir eigentlich immer annehmen? Oder fühlen sich hier mehr Menschen wie eine Anomalie? Jeder hier versucht nur von anderen gemocht zu werden. Es ist ein menschliches Bedürfnis. Wir wollen alle eigentlich nur geliebt werden. Und wir haben Angst, verletzt zu werden. Wir haben Angst, abgewiesen zu werden. Und diejenigen, die sich diesen Ängsten stellen, also die sind der Definition nach
mutig. Du stellst dich dieser Angst. Das ist krass. Sei stolz auf dich. Jetzt geht es dir besser, aber du bist immer noch alleine. Du hast noch keine Partnerin an deiner Seite. Was tust du jetzt? Hier kommt die nächste Realisation. Denn natürliche Frauen, denen geht es genauso wie dir. Die haben auf all diese Selbstbeweihräucherung und Oberflächlichkeiten keine Lust. Sie wollen jemanden wie dich kennenlernen. Denn irgendwo ist diese eine Frau, die ebenfalls von ihren Arbeitskolleginnen hierher mitgeschleppt wurde, aber eigentlich sich extrem unwohl unter Menschen fühlt. Und dann gibt es die Frau, die eigentlich gerne auf einer Kunstausstellung wäre, aber gerne mit ihren Freundinnen ausgeht. Natürliche Frauen stehen auf den intellektuellen Mann, nicht auf den Schwätzer, der so tut, als wäre er etwas, das er nicht wirklich ist. Frauen können das riechen, Mann. Sie, mein Lieber, sie will gerne mit jemandem in die Tiefe gehen, ein tiefgründiges Gespräch führen, echte Nähe erleben, keine oberflächliche Bekanntschaft. Damit wird sie von anderen schon genug belagert. Darauf hat sie keinen Bock. Schau sie an, die Frau, die du magst, die natürliche, die süße, die so aussieht, als würde sie so in sich ruhen, dass sie dich mit ihrer Energie schon beinahe umarmt. Sie sucht den Mann, der sie von diesen Oberflächlichkeiten befreit. Ich bin schon seit über 10 Jahren Flirtcoach und habe hunderte Männer zu ihrer Freundin verholfen. Glaub mir, sie sucht den Mann, der sie von diesen Oberflächlichkeiten befreit. Und wenn du jetzt nur ein paar Sekunden länger mutig bist, dann kannst du auf sie zugehen. Und du kannst sie viel leichter erobern, als du glaubst. Denn es gibt absolut logische und handfeste Gründe dafür, dass natürliche Frauen den Mann mit Tiefe lieben. Und den Beweis bekommst du in diesem Video.